Willkommen zurück zu einer weiteren schwertschwingenden Folge Rise of the Ronin. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte schwertschwingende Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Freunde. Ihr wollt supporten, bewerten und kommentieren. Es ist so unglaublich wichtig. Wir suchen den alten Al Hawk. Alter, was geht denn mit dem? Der dreht ja richtig am Sack. Okay, erstmal so einen Kollegen ermordet, der hier voll am Durchdrehen ist. Kann man mal machen, ne? Die Villa da hinten brennt. Das wird dem alten Alcock gar nicht schmecken. What's easy going? Wo ist denn hier noch einer? Alle tot? Ich kann schwören, hier war noch einer. Moin. Oh, ein Händler. Was hat der Tolles? Keine Eile. Lass dir Zeit. Ich hab echt einen Materialmangel, ne? Natürlich. Natürlich. Alles zerkloppen, was geht. Zumindest mal hier die Billo-Sachen. Warum kann er das hier nicht zerlegen? Haben wir das an? Nee. Gibt jetzt aber auch nicht so wahnsinnig viel. Wie du willst. Hier muss man halt zerlegen. Die geben richtig Saft. Habe ich die gerade dabei? Alter, ich habe eine deutlich bessere Variante von dem Prototyp-Gewehr. Müssen wir gleich mal reingucken. Ich danke dir, mein Freund. Yo. Das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Danke dir für deinen Besuch. Immer wieder gerne, ne? So, Kugeln. Wenn hier ein Händler ist und ein Banner, dann wissen wir gleich, gibt es hier irgendwas richtig, richtig Böses. Und wir müssen... Im Endeffekt müssen wir Erz grinden. Oh. Ja, mal gucken. Schert ihr euch denn gar nicht um die Verletzten? Tun wir. What? Bams. Nicht schlecht. All cocks in the world. Alter, ich kann ja gar nichts. Was war das denn jetzt? Das Fass ist einfach so kaputt gegangen. Oh, oh, oh. Okay, der kann doch ein bisschen was. Mal was snacken, was snacken, was snacken. Aber er selbst ist gar nicht so stark, ne? Er macht nur einen bösen Giftschaden. Hältst du das etwa für ein Spiel? Wow, 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 wow. Snacken. Nein. Boah, das Gift Zwiebel. Er lebt noch. Er ist noch nicht tot. Alter. Du hältst dich nicht zurück, versteht? Es braucht schon mehr, um mich zu besiegen. Mein Gewehr vielleicht. Bam! Boah, das reingeballert. Oh, Alter! Noch hast du nicht gewonnen. Okay, Gewehr ist King.
Vorsicht. Nice up. Block und erledigt, Baby. Zur Hölle mit dir, du Barbar! Wie erfreulich, dass dir Brandstifte liegt. Warum willst du um jeden Preis die Briten provozieren? Das muss ich nicht mehr, das hast du schon übernommen. Dafür, dass sie das gleiche Schicksal ereilen wird. Nein! Kensui, du bist zu weit gegangen. Das ist erst der Anfang. Wacht auf, Menschen Japans! Genau wie der Rauch aufsteigt, werden auch wir aufsteigen. Ja, wir werden aufsteigen! Das ist keinen Deut besser als der rote Dämon. Seht, Meister. Okay, wir haben neue Freunde und er hat endlich mal wieder was gesagt. Alcock ist noch am Leben. Mein Zwilling will die Welt brennen sehen. Und Gensui, der dreht irgendwie komplett durch, ne? Wird komplett bescheuert im Schädel. Der Feuerangriff. Hey! Der Macho-Gruß. Wie ich höre, hat Gensui dich auch eingeladen. Er will wohl das Abbrennen der britischen Botschaft feiern. Du denkst wie ich, nicht wahr? Unschuldige Zivilisten zu töten ist kein Erfolg. Egal wie stolz Gensui und die anderen sein mögen. Das ist nicht der richtige Weg, eine neue Nation zu erbauen. Ach, was für ein Japan wünschen wir uns denn? Das ist nicht meine Stärke. Bisher tat ich immer nur, was ich für richtig hielt. Diese elende Sorgerei frisst mich noch auf. Ich sollte mich schleunigst etwas ablenken. Ich gehe jetzt ins Freudenviertel. Triff uns später auch dort, wenn dir danach ist. Erstmal eine Nutte knallen, ne? Eigentlich ist das die Botschaft dahinter. Probleme. Ich geh erstmal was durchvögeln. Hey, bist du müde? Ach, das hat der Hund gebracht? Hat sich nicht so wirklich gelohnt. Silbermünze. Ja gut, die Silbermünzen sind schon ganz nice. Talismanbeutel. Ja, dann schauen wir mal rein. Reden. Matthew Perry, verlässt du auch irgendwann mal wieder mein Langhaus? Also der geht ja gar nicht mehr weg, der wohnt ja da drin. Lass uns plaudern. Ich habe was für dich. Noten des Schicksals. Ui. Oh, das gefällt mir. Jetzt wird's romantisch. Ryoma ist eh mein Liebling. Und Gonzo. Oh, und das wäre? Sie war ein Geschenk von Shinzaku. Er hat sie in Shanghai gekauft. Soll wohl ein amerikanisches Fabrikat sein.
Mit deinem Schwert fühle ich mich zwar wohler, aber im Notfall ist sie schon verdammt nützlich. Das Land zu öffnen ist eine gute Sache, auch wenn ich die Methoden des Roten Dämons ablehne. Im Westen gibt's tolle Sachen. Ah, kulturelle Aneignung. Da sieht man auch, wie dämlich dieses Wort ist. Kulturelle Aneignung, weil das machen wir schon seitdem die Menschheit existiert. Du kommst von Stamm A zu Stamm B und sagst, oh, was habt ihr da für ein cooles neues Ding da? Das nennen wir Messer. Damit können wir schneller Tierhäute runterschneiden. Ja, geil, gibst du mir dein Messer? Klar, nimm mit. Und dann nimmt er das mit in sein Dorf und sagt, guck mal, die haben so ein neues Messer, damit kann man Tierhäute voll schnell runterschneiden. Geil, Alter, das ist ja viel besser als unser Stein, den wir davor verwendet haben. Cool, ab jetzt machen wir das immer so. Ah, kulturelle Aneignung. Oh, du hast es wieder viel zu sehr versimpelt, Kies. Es ist so, das ist völliger Bullshit. Man sollte sich doch freuen, wenn man was zu teilen hat. Na dann. Respektvoller Umgang ist doch immer eine schöne Sache, wenn man sich erfreut. Außerdem... So sieht man sich wieder. Wenn man dann historisch gräbt, sieht man ja auch, wie vernetzt das alles ist und wer schon Dinge verwendet hat und wir gar nicht mehr uns daran erinnern können, ja, weil wir dann immer nur eine ethnische Gruppe damit in Verbindung bringen, die das halt aktuell am... Ne? Ihr wisst, was ich meine. So, importiertes Bier. Was gebe ich dem? Ich will halt immer hier diese Bindung aufbauen. Das ist wieder mit einem Herz, das gibt besonders viel. Dann Moby Dick, klar, natürlich. Matthew Perry. Du kennst mich zu gut. Wir sehen uns. Ich bin mal gespannt, was mir diese Bindung mit Matthew Perry noch bringt, weil am Anfang wurde der so inszeniert, dass er eigentlich so der große Star hier ist, ne? Sei vorsichtig, ja? Der große Gegenspieler und jetzt ist er einfach nur noch so ein Dude, der in meinem Langhaus wohnt. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ist irgendwie total bizarr. Alter Matthew Perry. Zermahlene Kohle. Eisen ist wichtig. Eisen ist wichtig, wichtig, wichtig. Was ist das hier? Öffentliche Ordnung. Das kann ich eigentlich gar nicht zulassen, dass hier irgendjemand in meinen Picknickkorb kackt und meine öffentliche Ordnung stört. Oho. Was geil gewesen wäre, hier gibt es ja so ein Karma-System in Anführungszeichen, weil da drüben ist irgendwas los. Ich gehe jetzt mal zur öffentlichen Ordnung. Was cool gewesen wäre, wenn es auch ein Karma-System gäbe, nicht nur in die gute Richtung, sondern auch in die negative. Wo reite ich denn hier lang? Ist das überhaupt der Weg? Karte? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen verritten. Boah, dann... zermahlene Kohle, fliegen wir ein Stückchen. Ich muss auch mal wieder Fotos machen und zu meinem Ingenieursfreund, denn da gibt es ja noch jede Menge Upgrades, die man nur bekommt, wenn man fleißig fotografiert. So, Landeanflug. Wo ist das denn? Das Freudenviertel? Wo will er mich denn treffen? Alter Freund. Oh, nebenmissionsmäßig ist nicht so viel los, ne? Oh, die zwei Schüler. Ich will meine Beziehung zu Ryoma auf jeden Fall stärken. Schade, dass wir in letzter Zeit so wenig von Gonzo sehen. Und da wären wir. Welcome to hell. Alter, dieses Gewehr ist so dermaßen... OP. Gefangener Samurai. Krieg ich den? So eine Mörderreichweite, das Ding, ne?
Da ist ganz schön was los. So, das war's. Mehr habe ich nicht. Au! Ist hier oben jemand? Wo ist denn hier mein Kollege? Wie sieht der denn aus? Wie eine alte Oma. Oder ein hässliches Baby. Mann! Ja, fast. Ja, kann man machen. Wow. 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 Oh, ich hab kein Leben. Oh, ich dachte, ich hätte mich geheilt. Boah, was hier alles blocken ist bei dem hier. Alter! Alter, übertreib doch nicht! Okay, das Gift metzelt mich halt gerade so nieder. Der war heftig unterwegs, ne? Der Bro war heftig unterwegs. Ersticke dran. Zwei Spitz. Okay, ein krasser haben wir noch hier. Katzenmensch. Ah, Mist, ich dachte, ich könnte hier raus schlitzen. Der lebt ja immer noch. Nur ein Standardgegner. Aber nur ein Standardgegner. Ist die Sau wieder super OP? Ach nein! Oh, da hab ich wieder den Fehler gemacht. Jetzt ist die Sau wieder cool mit mir. Jetzt geht der Scherz besiegt. Ich hab ganz vergessen, dass ich die ja zähme. Schweinchen! Boah, ich weiß jetzt nicht, ob ich das schaffen kann. Ja, ne, warte, hier oben ist einer noch markiert. Was wäre ja auch dämlich, wenn das nicht so ginge. Immerhin ist es ja quasi der Stealth Kill, ne? Ist auch ein Hundi. Sorry, Hundi. Der alte Hundemörder. Macho-Bandana. Speer. Erstmal einen schönen Macho-Bandana. Auf der Flucht. Oh, hier oben ist auch noch eine Fotogelegenheit. Und hier sind zwei richtig krasse Ultra-Gegner auf der Flucht. Ups. Was? 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 Wie nah ist eben gerade bekommen?
Irgendwelche Schlappen? War das die hier? Ah ne, Handschuhe. Was? Und Schwert des Handwerksmeister Langbogen des Adeligen. Schwert des Handwerkmeisters. Hier. Hm? Der macht halt aber nicht so viel Damage, ne? Glückspilz. Na gut, gehen wir mal hier drüben hin. Macht leider nicht so viel Damage, der Bogen. Mal gucken, ob ich den verbessern kann und so. Vielleicht ist er ja dann doch noch irgendwie ganz brauchbar. Bitte lasst mich in Frieden! Oh? Naja. Na komm! Ja, kann wieder was, der hier. Mehr oder weniger. Was ist mit seinem Mate hier drüben? Na los! Ich bin hier nicht nur an, sondern stich ihn ab. Danke dir. Ich gebe dir natürlich gerne einen großzügigen Rabatt. Einen großzügigen Rabatt? Da will ich mal gucken, was da ist. Was darf es sein? Oh. Dandy-Ausstattung, ob das Matthew gefallen wird? Das kostet eh nix. Kann ich noch was für dich tun? Danke sehr. Komm jederzeit wieder. Kostet ja eh nix. Moment, wir müssen hier lang. Pferdchen. Oh. Was hab ich denn da bekommen? Ein Glückspilz. Handfeuerwaffen ist aber eher so mein Ding. Pfeilrückgewinnung. Ah. Münzgewinnung, zusätzliche Gegenstände sammeln. Geh ich mal. Was gibt mir Glückspilz? Oh, ich hab 3 schon bei Glückspilz? Das ist ein Glückspilz. Zuverlässiger Anführer, mächtiger Krieger. Aber krass, dass es mir hier auch nochmal so ein dickes Item zugeschoben hat. Das Spiel ist heute sehr gut zu mir. Wo sind die denn? Da unten am Fluss? Ruhig, Brauner, ganz ruhig. Oh. Alright. Alright. So, den hätten wir schon mal. Boah, aber hier kommt sein Ombre. Na, Mist, ist das Kacke von mir. Achtung. Nice. Hit!
Geil, Mann. Richtige besiegt. Kugelsicherer Kimono in Blau. Medizinische Pillen. Ohohohoho. Potenziell fette Beute gibt's hier noch. Da muss ich natürlich zugrapschen. Entschuldigung, Ma'am. Tja, man kann halt eben auch nicht für jeden Gegner die perfekte Antwort haben. Es ist leider so. Na? Leider ist das eben nun mal so. Komme ich denn da hoch? Man kann ja nicht hier drauf, oder? Konnte man auf die... Ah doch, auf die Dinger kann man drauf. Auf die Dinger kann man ja drauf. Aber hier kann man... Nee, da kommt er nicht hin. Da kann er hoch? Yep. Okay. Bams. Schon bin ich drin. Jetzt gibt mir irgendwas Gutes. Nicht nur irgendwelches Gesöff für Matthew Perry. Geschenkter Bogen. Ich probier's mal. Unvergleichlicher Meister. Aber noch nie mit dem Bogen gespielt. Okay, er muss hier natürlich spannen. Das ist logisch. Boah, hier ist auch noch eine Kiste. Und hier ist auch nochmal dickes Duo. Das hauen wir jetzt noch weg. Obwohl da so ein Gesperrzeichen ist. Sind die gar nicht da? Die beiden hier? Fahre mit der Mission fort. Ach so. Aber am Flussufer hier drüben gibt es noch eine Schatztruhe. Dann holen wir uns die noch schnell. Und beim nächsten Mal arbeiten wir uns hoch ins Gebiet und gucken mal, dass wir ein bisschen mehr Bonding mit Ryoma machen. Weil der eine echt coole Socke ist. Ich mag den sehr gerne. Seid ihr Team Ryoma? Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr den auch mögt. Wen ihr so bis jetzt am coolsten findet. Ich mag auch irgendwie Matthew Perry. Findet ihr ihn irgendwie witzig? Stirnband des Unnachgiebigen. Meisterstratege. Beuterate, medizinische Pillen. Da bleibe ich jetzt erstmal noch bei meinem Glückspilz-Outfit. Ja gut, wir holen auch noch die Truhe. Ich sag ja, die Truhen lohnen sich. Wenn ihr in dem Spiel besser werden wollt, holt euch diese Truhen. Nur durch diese ganzen Truhen bin ich so OP geworden. Es lohnt sich echt ein bisschen, die Open World zu spielen, weil du da so viel geiles Zeug bekommst. Importiertes Buch. Ah, okay. Oh! Aber da haut immer noch was hinterher. Neue Gamaschen. Geil. Neue dicke Gamaschen. Das meine ich. Es lohnt sich einfach mega. So, wie kommen wir denn dann nach oben? Was ist hier? Öffentliche Ordnung. Da würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir die Ordnung, machen die Nebenmission und dann gehen wir hoch zu Ryoma und Story, Freudenviertel und so weiter und so fort. Klingt nach einem guten Plan. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bewerten, kommentieren, Liebe und Unterstützung da lassen. Es schauen nur noch sehr, sehr wenig zu und ich finde das Spiel geil. Nach wie vor. Ich finde es sehr, sehr geil. Auf Wiedersehen und tschüss!